Okay, aber wir probieren es einfach mal. Wir haben hier ein Tetris L. Wir gehen einmal so. Und wir haben... hier ein Tetris L. So. Jetzt ist es natürlich wieder nicht inbegriffen. Das heißt, wir müssen es wieder ein bisschen anders gestalten. Wenn wir es jetzt so machen. Erstmal den einen Teil. Moment mal, das rechte haben wir jetzt. Wir bräuchten jetzt aber noch das linke. Wir fahren jetzt hier rüber. Blödsinn. Wir fahren hier runter und hier rüber. 1, 2, 3. So soll es doch stimmen. 1, 2, 3. Ach, wir haben das L auf die falsche Seite gemacht. Also diesen Bogen zumindest. Also das war schon mal, glaube ich, gar nicht schlecht. Das stimmt. Und jetzt müssen wir aber das andere hier hoch machen. Da kommen wir aber nicht mehr vorbei. Wenn wir das jetzt echt so in der Reihenfolge machen, wie es jetzt hier ist. Hier so. Ah, das wäre zu einfach. Das funktioniert nicht. Weil wir das nicht mit einbeschlossen haben. Okay. Wir probieren das Ganze nochmal. Wir können noch die zwei zusammen machen. Dann hätten wir 1, 2... So wär's original. Ah, ich suche schon wieder die Herausforderung. Wir gehen so. So rüber. Nee, so. Nee, das stimmt auch nicht. So. Nein, wir haben schon wieder verkehrt rum gemacht. Das gibt's doch nicht. Wir müssen es irgendwie rotieren. Ich denke mal, dass das linke L, also das richtig rumme L, auf diese Seite gehört, weil anders ist es uns gar nicht möglich, das Ding mitzunehmen. Deswegen verschieben wir das einfach mal. Wir nehmen einfach mal das L, bauen das hier hin. Und nehmen das L. Nein. Wie könnte ich das jetzt vereinen? Gar nicht. Wäre es wenigstens richtig. Also von den Formen her wäre es richtig rum auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt so machen. Hier runter. Nee. Okay, so stimmt das nicht, wenn wir das Ganze jetzt... Nein. Jetzt habe ich zweimal das gleiche gemacht. Moment mal, Freunde. Wir machen das L von da drüben, machen wir hier hin. Jetzt hätten wir den Anfang. Uns fehlt aber noch oben der Deckel und hier dieses Ding fehlt uns hier noch. Wenn wir das andere jetzt mit einschließen, mein Kopf macht das gerade hier nicht mit, dann machen wir das so. Scheiße, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Moment mal. Doch, natürlich stimmt das. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Minecraft, wunderbar. Okay, und da sind wir auch schon im Steinbruch drinnen. Wir haben erstmal gerade mal die zwei Türen gelöst. Es sollte aber noch schwieriger werden, denke ich mal. Was haben wir denn hier Schönes?
Was denn das? Schotter, Split, Kies? Auf jeden Fall eine Menge Steine. Und Paletten. Und Kabel sehe ich hier auch schon wieder. Hier muss... Habe ich jetzt hier oben? Ach, hier oben ist der Würfel. Das ist wahrscheinlich unser nächster Laser. Bloß, wie kommen wir denn? Ach, hier drüben ist vielleicht eine Brücke. Wollen wir gleich mal rüberschauen? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das funktioniert. Gehen einfach mal den Kabel nach. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall eine Platte. Ich sehe schon wieder eine Schiene. Ich denke mal wieder, dass es um ein bewegliches Teil handeln könnte. Und das sieht auch schon wieder so merkwürdig aus. Das sieht auch schon wieder so merkwürdig aus. Ah, hier können wir wieder unser Schifflein holen. Ich denke mal, dass es irgendein Mechanismus ist, der uns vielleicht irgendwie hier hochbringt, damit wir auf diese Plattform kommen. Aber ich glaube, wir lösen das Rätsel Step by Step. Das heißt, wir gehen erstmal in diese, in diese Fabrikhalle jetzt einfach mal rein. Ist das ein Rätsel? Nee. Man weiß ja immer gar nicht, wo man anfangen soll. Hier geht auf jeden Fall die Kabel rein. Ja, wo geht's denn aber? Ah, hier ist die Türe. Ach du Scheiße, was soll uns das denn sagen? Ja, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Das ist scheinbar nur ein Lüftungsschacht. Hier sind Vögel. Ich denke mal, hier müssen erst vielleicht die Luken aufgemacht werden. Dass wir erst das Rätsel vielleicht sehen oder sehen können. Ah, okay, hier sind wir doch richtig. Das sieht schon mal gut aus, wenn wir jetzt... Wir haben einen Startpunkt. Wir müssen eins wieder ausschließen. Das wieder ausschließen. Das wieder ausschließen und hier rein. Hier ist schon wieder der Wurm drin. Hier stimmt, es ist richtig. Aber es bewegt sich nichts. Es hängt wieder mit diesem Tor zusammen. Liegt es jetzt vielleicht an diesem Rätsel, dass wir das Rechte noch nicht gelöst haben? Hängt es mit den Schrauben hier zusammen? Oder müssen wir das Rätsel ganz anders lösen? Wir gehen mal auf das Rätsel. Wir kommen dann nicht mehr vorbei. So wäre das schon mal nicht schlecht, aber wir kommen nicht mehr vorbei. Das heißt, wir müssen vielleicht eines vorher ab. Biegen. Ah, Scheiße. Nee. Alles wieder mitnehmen. Das Problem ist, die hier, das sind wieder diese in der Mitte. Die muss ich auf einen Zug mitnehmen, denn wenn ich jetzt hier vorbeigehe, kann ich sie nicht mehr holen. Wir müssen aber Platz sparen. Oh ja, das stimmt. Okay, es war tatsächlich richtig und das Tor öffnet sich auf jeden Fall. Ist sonst noch irgendwas Mechanisches hier? Ich glaube nicht. Also zumindest sehe ich gerade nichts. Eventuell hier eine rotierende Form. Ich weiß nicht, ob die sich aber noch als sinnvoll irgendwo weist. Und hier scheint es ja ziemlich hoch hinaus zu gehen.
Okay, das ist definitiv eine Rampe. Haben wir hier irgendeine Art Rampe? Hier dieses Ding vielleicht? Wo führt denn das erste Kabel hin, bitte? Ah, hier können wir die Tür öffnen. Dann könnten wir jedes Mal wieder reingehen. Müssen wir nicht außen rumlaufen? Probieren wir doch einfach mal. Wie soll ich denn das alles mitnehmen oder bewerkstelligen? Ach du Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Was ist jetzt passiert? Ah, das Ding. Er zeigt mir zwar an, dass es falsch war, aber es funktioniert auf jeden Fall. Aber weil ich es hier gerade sehe, ist es schon wieder überall. Irgendwelche Menschen. Und der hat einen Vogel in der Hand. Freunde, das sind doch Statuen. Das sind keine Menschen. Hier fehlt eine Statue. Hier sieht man aber noch die Umrisse davon. Nee, hier sieht man den... Ich bin mir selber nicht sicher, was das sein soll. Mach mal die Tür auch gleich auf. Okay, wir können auf jeden Fall erstmal hier hochlaufen. Kommen aber dann hier hinten nicht weiter. Oder vielleicht doch. Ja, wenn ich wüsste, was bedeutet denn dieses kleine Dreieck oder diese drei Striche hier? Ist das vielleicht unsere Plattform? Müssen wir das Ding hier mitnehmen? Wie können wir es denn bewerkstelligen? Okay, es zeigt uns einen Fehler an. Wie können wir es, wenn wir jetzt mal auf den Punkt verzichten und nur hier dieses Ding mitnehmen? Was könnte denn jetzt hier die Lösung sein? Also ich muss sagen, ich verstehe gerade das Rätsel nicht. Haben wir denn hier unten? Wir hatten doch auch so ein Dreieck-Ding. Jetzt muss ich nochmal kurz runterschauen. Wenn wir das jetzt probieren, so rum. Jetzt ändert sich wieder was. Nein! Oh mein Gott, Leute, wir müssen hier runter. Nicht, dass wir nicht mehr raufkommen. Nicht mehr runterkommen. Also scheint tatsächlich zu funktionieren. Ach, jetzt verstehe ich das Rätsel. Jetzt ist die Rampe natürlich unten. Und jetzt machen wir sie einfach wieder hoch. Und dann soll sie wieder nach oben fahren. Obwohl das Rätsel so gesehen falsch ist. Hier oben müssen wir scheinbar wieder Farben trennen. Und ich hoffe, dass es diesmal ohne Filter auch funktioniert. Wir müssen irgendeine Plattform verschieben. Ist das unsere Plattform, die, auf der wir hier stehen? Mal schwer davon aus, dass das Teil hier nach oben fahren wird. Wir probieren es einfach nochmal. Das ist die Plattform. Und die muss nach oben fahren. Ich verstehe das Rätsel gerade nicht. Ist das Ding der Motor? Soll das den Motor darstellen? Ich hab jetzt irgendwas eingegeben. Und es ist einfach der neue Bildschirm aufgeploppt. Warum auch immer. Aber das Ding hier bewegt sich nicht. Hier machen? Nee. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ich
teste gerade einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas tut oder nicht. Wir müssen auf jeden Fall diese Plattform hier nach oben bekommen. Was bedeutet denn dieses Ding hier? Ist das der Antrieb von diesem Ding? Was ist denn unter dieser... Ja, aber das ist hier diese Hydraulik, oder wie nennt man das? Hydraulik müsste es schon sein, die diese Rampe hier fährt. Also müssten wir... Hier haben wir die Rampe oben drüber gebaut. Dann probieren wir es einfach so, dass das Ding hier nach oben fährt. Wenn ich jetzt wüsste, ob das jetzt richtig ist. Weil der andere Bildschirm einfach aufgeploppt ist. Aber sollte ja eigentlich schon sein. Bloß wie löse ich das nächste Rätsel? Da sind noch mehr Pünktchen. Was haben wir denn hier? Kommen wir nicht ein bisschen höher? Was mit den Vögeln zu tun? Okay, Freunde, ich hätte gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Allerdings erst in der nächsten Folge. Dann hätte ich mal gesagt, war es auf jeden Fall von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis jetzt. Auch wenn wir in der Folge jetzt nicht viel gerätselt haben, sondern mehr ein bisschen so, ja, ich sag mal die Background-Infos, oder ich weiß nicht mal, ob es Background-Infos sind, angeschaut haben. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dann, macht's gut, euer Mofa.